So, da sind wir wieder. Bei einem spannenden Let's Play. Mit Philgaia. Und Gamingnuss. Und unseren tollen, ja, Astro-Gleitern. Die ich immer noch nicht habe. Ja, die werden wir noch bekommen. Immer noch warte ich da drauf. Ja, ihr habt es schon erkannt. Wir spielen wieder SWTOR, Star Wars, The Old Republic. Und, ja, werden unsere Quests weiterverfolgen. Mal gucken, deine Quest war irgendwo. Da hinten gibt's noch eine, oder? Ja, das ist wieder die Daily, die haben wir schon mal gemacht. Ach so, diesen komischen Captain irgendwas Crunch da umgebracht. Wir müssen eigentlich schon. Müssen mal hin. Moment. Ich glaube, kommt man da über den Berg? Genau, renn mal hin, einfach gucken. Renn mal hin. Jetzt geht's aber los hin. Wenn ich sterbe, kehre ich. Oh, sie kommen alle angerannt. Oh, mein Filterkäse, wenn er stirbt, kehrt er als Geist zurück. Hat er gesagt. Erfolg abgeschlossen. Klasse. Maluten und jetzt den Sound für die Leute. Ich glaube, wir müssen. Andere Richtung? Okay, ja, genau. Wir müssen den Berg rundherum da hinten hoch. Okay. Blöde Gebirgskette. Kann man den Berg nicht einfach wegmachen? Guck mal, du müsstest jetzt hier von mir mittlerweile die Materialien bekommen haben. Die habe ich dir aber irgendwann per Post geschickt. Achso, Materialien. Ja, warte mal. Postkasten? Haben wir hier einen? Genau, hier hinten. Da? Nein. Das ist er. Da ist er. Postkasten. Ach du Himmel. Sie haben Post. Sieht man hier, was die aktuellen sind? Lord Aberon? Keine Chance gegen Ventrim? Irgendwas von mir dürftest du drin haben. Aber ich gucke hier gerade mal alle durch. Da habe ich da was von dir. 5 Kristalle. Genau, die brauchst du irgendwie, um Lichtschwertkristalle herzubauen. Nicht antworten, annehmen. So, jetzt muss ich mal gucken, ging denn jetzt nochmal. Auf N. Auf N. Und dann siehst du bei deiner Figur neben ein Bild. Da klickst du drauf. Auf N? Ja. Da habe ich nur Kunstfertigkeiten. Da klicke ich. Genau, so. Richtig, auf das Bildchen da. Neben deinem Gefährten. Stärkeheft und Entschlossenheft kann ich machen. Guck mal, ob du die schon. Ja, du musst ja irgendwas machen, damit du levelst, diesen. Ja, ich mach Stärkehefte, könnte ich ja, 2 machen. Das ist gut. Dann hast du welche Hefte oder für dich. Oder möchtest du ein Heft mit 3 Ausdauer und 4 Wille? Warte mal, Heft. Ich guck mal gerade. Waffenschaden, Angriffskraft 26, 3 Ausdauer. Nee, bräuchte ich nicht, weil ich habe schon Willensdings da oben da. Wäre jetzt nicht wichtig für mich. Damit kannst Bastlich du. Bastlich einfach mal 2, damit das. Frage ist, wie mache ich das? Also im Grunde klickst du drauf und dann klickst du auf das Ding und dann irgendwie darunter bauen. Fährte, Fete. Achso, da, herstellen. Hammer, genau, einmal. Jetzt stellst du her, jetzt können wir weitergehen. Achso, die macht aber nur 1. Achso, ja, kannst du mehrmals auf Bauen klicken, wenn du willst. Hintereinander nee, Aufträge. Geht nicht. Achso, okay. Ja, achso, klar, das kommt wahrscheinlich, sobald du ein bisschen freundlicher mit der bist. Restzeit 44 Sekunden. Ah, die sagt eh Bescheid, sobald sie wieder da ist. Ich bin wieder da. Scheiße, die Kette ist zu lang. Nin, Lichtschwert ist auch. Ach, stirbst du auch mal? Böses Vieh. Aber wirklich. Komme! Juhu, Credits! Hallo? Wie mache ich keinen Schaden? Pappellichtschwerter! Hallo, ihr lieben Verteidiger, und da ist eine Quest. Eine Daily? Nee, ist eine normale. Hier, oder wo? Da unten? Da unten. In dem Zelt. In dem Zelt. Hallo, Lord Droffel. Droffel oder Droffel? Droffel. Droffel. Trüffel. Der will nicht, hä? Bei mir läuft der. Bei mir nicht. Genau wie berichtet. Ein Stufe 6 Aufstand. Etwa so viele Teilnehmer wie beim Duros Aufstand auf Silior. Personen halten sich in einem größeren Dschungelgebiet auf. Gut, gut. Herzlich willkommen. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Ich bin Lord Drow. Wenn das Imperium in einer von ihm besetzten Welt auf Widerstand stößt, werde ich gerufen. Ich soll den Sklavenaufstand hier auf Drom und Kaas beenden. Ihr geht in euren Aufgaben wirklich auf, oder? Niedere Geschöpfe beherrschen und ihren Willen beugen? Natürlich gehe ich darin auf. Und ihr werdet das auch, denke ich. Die Situation ist folgende.
Ein Sith-Lord ließ im Dschungel eine gewaltige Statue seiner selbst errichten. Seine Sklaven lehnten sich auf und bewaffneten sich. Der Koloss ist unvollendet und jetzt beherrschen schwer bewaffnete Sklaven den Dschungel. Eine Schande für das Imperium. Aber eine günstige Gelegenheit für mich. Immerhin Sklaven zu töten. Eine günstige Gelegenheit, um die Sklavenpopulation auszudünnen. Tote Sklaven sind ein Nebenprodukt meines Plans, aber nicht das Hauptziel. Ich teste eine Waffe, eine giftige Substanz namens Quell. Die Opfer erleiden lang anhaltende, quälende Schmerzen und sterben schließlich. Die Verbündeten des Opfers sind derart schockiert von den Auswirkungen von Quell, dass ihr Wille gebrochen wird. Das ist zumindest mein Ziel. Ein grauenhaftes Experiment. Ihr seid ein wahrer Sadist, Lord Drawl. Bitte, ihr müsst mir nicht schmeicheln. Ich brauche jemanden, der eine bestimmte Menge Quell in die Wasserversorgung der Sklaven einbringt, damit ich die richtige Dosierung ermitteln kann. Diese Arbeit ist aber gefährlich. Überall sind bewaffnete Sklaven. Doch euer Erfolg wird reich belohnt werden. Was sagt ihr? Die Sith sollten einander helfen. Ausgezeichnet. Dann lasst uns beginnen. Mein Assistent, Sergeant Slarin, wird euch die richtige Quelldosis mitteilen und euch etwas davon geben. Erst im Forschungszelt. Ja, dann gehen wir immer ein bisschen. Ich denke mal, das Gespräch ist halt noch ein bisschen buggy. Hüpf. Feta-Käse. Ach, wieder Gespräch. Dann sprich dich aus, junger Sklave. Wenn ich Lord Rawls Geschmack richtig einschätze, und leider kann ich das, schickt er euch wegen des Quelltoxins. Gebt es mir. Je eher wir das erledigt haben, desto besser. Ungeduldig? Natürlich seid ihr das. Mein Vorgesetzter weiß schon, wie er sich seine Helfer aussuchen muss. Was wäre, wenn ich euch erzählte, dass dieser Versuch sinnlos ist? Untersuchungen haben gezeigt, dass sich größeres Leiden nicht darauf auswirkt, wie schnell ein Opfer aufgibt. Das hat alles nichts damit zu tun, den Aufstand schnell zu beenden. Lord Rawl ergötzt sich einfach nur an dem sinnlosen Leid. 116, ja! Lord Rawl würde es sicher nicht gefallen, das zu hören. Versteht mich nicht falsch. Lord Rawl ist sehr gut auf seinem Gebiet. Doch er stellt seine persönlichen Neigungen über unsere Effektivität. Ich will, dass dieser Auftrag ein Ende hat. Je schneller der Aufstand beendet ist, desto früher kann ich mich wichtigerer Arbeit widmen. Ich habe meine Laufbahn vernachlässigt, indem ich Lord Rawls Mordlust unterstützt habe. Wäre er nicht so ineffektiv, ich wäre längst schon Captain. Captain von nichts? Wenn ihr euch von anderen aufhalten lasst, verdient ihr es zu scheitern. Warum reden wir überhaupt darüber? Lord Rawls Dosierung des Quelltoxins führt dazu, dass die Sklaven wochenlang sinnlos leiden müssen. Und so lange bleibt die Lage ungewiss. Ich habe eine Dosis vorbereitet, die Sklaven sofort tötet. Und das ist besser für das Imperium und für mich. Werdet ihr meine Dosis nehmen? Diese abtrünnigen Sklaven sollen dafür bezahlen, dass sie dem Imperium ungehorsam waren. Ihr verlängert nicht nur das Leid der Sklaven, sondern auch meins. Ihr tut immer brav eure Pflicht, wie? Na gut. Nehmt das Quelltoxin und führt es in das Wasserfiltersystem der Sklavenlager ein. Wenn ihr fertig seid, geht zu Lord Rawl und holt euch eure Bezahlung. Ja, so ist das nun mal. Hätte das uns mal gleich gegeben. Langes Gespräch für was? Für die Katz. Ach, da sind sie doch schon. Genau, da ist der Wassertank. Wird er das mitkriegen, wenn ich mich hier hinstelle? Oh. Oh, nö, nicht schon wieder. Stimmt. Ah, wo schießt denn hier noch wer? Ach so, denn. Moment, hier müssen wir noch einmal. Genau. Klick. Klick. Gucken, ob das jetzt auch noch für mich zählt. Alles, glaube ich.
Und wir müssen diese komischen Kanister hier auch noch kaputt machen. Steht da einer oder sieht das nur so? Ach, sieht nur so aus. Peng! Sehr schön! So, damit so lange irgendein Edelstein, der hier oben rumgammelt. Einmal im Kreis, ja, das passt, denke ich mal, alles. Was ist denn da? Nee. Wow. Hier los! Gegner! Gegner, Bett weg! Oh. War das Chaos hier? Ja. Panik, irgendwie haut meine nicht zu, es sind ja auch keine mehr im Leben. Ah, schön. So muss das sein. Ein fröhlicher Tag auf Drum und Cars. Leichen über Leichen. Aber ehrlich. Darüber. Ja. Da hinten ist noch schön, noch so ein blauer, komischer Tank. Auch irgendwas gefunden? Noch jetzt? Ja, ich habe auch hier so einen Tank gefunden. Tank. Was auch immer. Tank. Oh, da stehen ganz schön viele. Speerposten, hör auf zu schreien und stirb lieber. Gitter. Ach, 30 Stück besiegen, komm mal mit. Okay. Attacke! Und Rinder! Ah, die sind schon alle tot. Ach ja, Leichen über Leichen. Alle töten. Ist immer gut. Rebellen aufmischen, Erfolg abgeschlossen. So muss das sein. So, was haben wir hier? Ein kleiner Zwerg. Hallo. Kaputt. Toll. Da unten ist noch ein komischer Tank. Tank. Und Arbeiter. Da hinten müssen wir auch hin. Ich mach mal hier. Schaffen wir mal Freiraum. Huch, was war das denn jetzt? Hier ist ein Tank vor mir gespawnt. Klasse. Das ist noch einfacher, könnte es mir nicht machen. Bam, bam. 25 von 30. Was sind wir denn hier? Oh, hab ich euch beim Schlafen gestört? Das tut mir aber leid. Dann lass die Hände über der Decke. Hast du so einen Zappen erwischt? Oh, scheint so. Die sind alle so erschreckt aufgesprungen. Oh mein Gott. Da unten muss ich noch hin. Da muss ich noch hin. Da leuchtet's bei mir grün. Huh. Na, hier ist der Wassertank. Ihr schon bitte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gerade keinen Schaden mache. Da musst du auch irgendwelche Knöpfe drücken. Ach. Wie bei Tekken, wenn du nichts drückst, passiert auch nichts. Klasse. Ich wurde vom Freund gefragt, ob ich dieses neue Naruto-Spiel Let's Playen möchte, weil er sich's geholt hat, aber nicht spielt. Okay. Das Problem ist, ich hätte ja nichts dagegen, aber die Vorgänger habe ich nicht gespielt. Richtig, und du kennst die ganze Story nicht, das heißt, es fehlt dir unglaublich viel von dem Wissen. Vielleicht habe ich... Ich habe ja alle Folgen geschaut, aber vielleicht habe ich irgendwann mal wirklich Bock und dann hole ich mir mal alle Teile, je nachdem. Wenn die Leute es sehen wollen, dann mache ich das. Natürlich extrem viel. Ja klar, aber es ist schön. Beziehungsweise... Also ich mag Naruto auch. Ich weiß ja nicht, wie viele Teile für den PC gibt. Ja, gute Frage. Wenn es irgendwer weiß, soll es in die Kommentare schreiben. Das wäre mal interessant zu wissen, wie viel es für den PC gibt und wie viel es generell gibt. Generell glaube ich sehr viele. Das hat ja schon angefangen auf der PS2. Ja gut, ich weiß, dass dieses Ultimate Storm die eigene Story erzählt, oder wie sich das jetzt schimpft, das aktuelle. Okay. Ich weiß, dass Teil 3, das habe ich mir mal bei ihm angeschaut, fängt an, da musst du, glaube ich, gegen den Fuchsgeist und so kämpfen. Da wird die Geschichte von Anfang an erzählt. Naja, nicht von ganz von Anfang an, also... Ja klar, das Problem ist, du kämpfst ja direkt in der Geschichte und ich habe keine Ahnung, wie man was steuert. Erst recht ohne Gamepad. Ja. Das heißt... Auch irgendwas zu töten hier? Nö, ne? Wir sind jetzt hier schon so weit... Das heißt, ich werde mal schauen, wie ich es mache und dann... Falls ihr Lust habt, das zu sehen, schreibt es mal rein. Ja, vielleicht lade ich Philly mal ein, einfach mal einen Tag als Co-Kommentator dabei zu sein. Als Talk-Mädchen. Das Let's Talkie.
Du darfst die Fingerzeichen machen. Ich spiele. Seid ihr schon tot? Irgendwie ja, man die. Achso, ich weiß nicht, warum ich keinen Schaden mache. Hast nicht gebufft? Ich hab nicht gebufft. Oh, mein Skiform ist aus. Jetzt machen wir es wieder an. Stirb! Und hinüber. Grüne Schuhe. Nichts für mich, ist Schrott. Dann in diese Richtung. Da dürfte jetzt nur meine Quest sein. Wenn's sein muss, ich hab ja immer noch kein Moped. Was für Level sind wir eigentlich? Achso, warte mal. 12. Apropos. Warte mal. Nicht bewegen. Wir da hingehen. Nein, warte. Jetzt kommt's. Was denn? Ach, oh. Wir haben drei was Heiler ist dabei. Denn das bitte du wolltest schön. Unbedingt eine Instanz gehen oder sollen wir die in der nächsten Folge machen? Nee, mach ruhig. Bereit. Ist doch schon soweit für die nächste Folge. Stimmt. Pappnase. Ja, ja, sind bei 20. Ja, ja. Nee, ach ja. Gut, der dritte, warum haben wir drei Heiler? Das ist doch voll Blödsinn. Bin ich der einzigste Schadenmacher? Ja. Hä? Ich will nicht. Du bist Tank und Schaden in einem. Jetzt reisen. Oh Mann, ich bin der einzigste.